Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Faster Than Light Again. Ich wollte schon die ganze Zeit mal mit einem Zoltan Cruiser durch die Gegend cruisen. Das werden wir jetzt auch tun und deswegen starten wir gleich ein neues Spiel. Ich gehe nochmal ganz kurz mit euch in die Stats, denn ich bin ja total stolz. Guckt euch meine Achievements an. Wir haben das erste Mal gegen die Föderation gewonnen. Und das mit der Osprey, einem Schiff, das so vorher noch nicht existiert hat. Ich habe ja extra mal ein anderes genommen, damit wir auch was anderes sehen. Ihr seht schon, Nummer 2, 3, 4 und 5 sind alle immer vernichtet worden. Manchmal in Sektor 5, manchmal auch schon oder erst in Sektor 8. Bestes Schiff ist die Kestrel. Allerdings dürfen wir da auch nicht weitergehen. Nein. The Osprey, genau. Ja, neues Spiel. Wir wollen endlich einen Zoltan Cruiser haben. Oh, da bin ich stolz drauf. Wir bekommen den Halberd Beam und Leto Missiles. Was sind Leto Missiles? This launcher is required power, normal damage, shield piercing 5. Du kannst aber nicht piercen. Du kannst nur so schießen. Slow but reliable powerful standard beam weapon. Naja, ihr seid auch nicht zum Kämpfen ausgelegt. Normalerweise seid ihr diejenigen, die dann mit den anderen diskutieren. Die Zoltans, ich glaube, die können sich sogar selber regenerieren. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas Besonderes hatten die an sich. The Zoltan are allies of the Engi. Also Alliierte der Engi. Mhm. Ach so. Ah, ein Zoltan kann Strom abgeben. Ein Zoltan auf dem Schiff gibt zusätzliche Powerbars. Das ist natürlich sehr nice. Dafür ist die maximale Gesundheit um 70 reduziert. Okay, und 15 Damage an die feindliche Crew. On Death. Keine Ahnung, was das heißt. Ist auch egal, wir haben das Zoltan-Schild dabei. Endlich. Wollte ich ja schon immer mal haben. Und damit kann es auch schon losgehen. Wir nennen uns noch einmal um. Das ist ja nun keine Stange, das ist ja mehr eine Zange. Ich weiß auch nicht, wie sollen wir das Schiff nennen? Das ist die Ameise. Sehr originell. Start. Gut, wir kennen das übliche Palaver. Wir haben jetzt ein Schild und das Zoltan-Schild. Das wird uns erstmal guten Schutz geben. Wir kriegen noch ein bisschen was auf die Leto. Nicht genug Power. Ach so, wir können gar nicht losfliegen, weil ihr nicht allzu viel Strom gebt. Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Geh mal dahin. Hallo? Du? Dahin. Du? Dahin. Ach so. Ja, okay, ich hab's verstanden. Pause deaktivieren. Nee, dann bleib da. Alles gut. Ich habe mich bloß gewundert. Gut, jumpen wir erstmal. Den Store brauchen wir noch nicht besuchen. Gucken wir, dass wir ein bisschen Schrott zusammenkriegen. Attack. Halberd Beam. Ah, das macht der Halberd Beam. Oh, warte, dann machen wir es anders. Dann gehen wir einmal komplett durch 4 Räume. Ja, sehr nice. Guckt euch das mal an. Noch einmal durch 3 Räume und wir sind durch. Geschafft. Oh, das mag ich. So kann's weitergehen. Hallo. Nein, wir wollen nicht bezahlen, wir wollen dich töten. Oh, wie kriegen wir denn hier jetzt 4 Räume? Eventuell so? Ja. Unser Zoltan-Schild hält einiges aus. Deren Schild ist weg. Unser ist aber auch gleich. Das war's.
Also das macht richtig Spaß. Ja, dann gucken wir mal in den Store. Habt ihr irgendwas Schönes für uns? Wir könnten System Repair Drones kaufen. Alles reparieren? Irgendwas verkaufen? Nein, ich hätte gerne Waffen. Hermes. Ganz normale Missiles feuert die ab. Hat auch Schild Piercing 5. Braucht 3x Power. Charge Time 40 Seconds. Oder Small Bomb. Braucht auch Missiles. Nee, das ist nicht so meins. Ich hätte gern noch jemanden, der gut kämpfen kann. Ist aber jetzt keiner dabei. Nee, dann bleiben wir dabei und gucken erstmal, dass wir ein bisschen was aufstufen. Ich brauche mehr Ausweichen. Akzeptieren und noch ein Powerbar. So. Jump. Hallo. Oh, die wollen uns einen Iron Blast geben? Das ist aber nett. Nehme ich. Dankeschön. Iron Blast. Brauch auch keine Missiles. Das ist sehr, sehr nice. Jump weiter. Okay, einmal bitte fertig machen. Diesmal bitte so, dass die Waffen gleich gedamaged werden. Ich glaube, das sollte ein Schild. Hält sogar ein paar Missiles ab. Das ist optimal. Los, Halbert Beam. Mach sie fertig. Ja! Sehr nice. Oh, Shields Holding. Achievement unlocked. Ha! Wie haben wir das denn geschafft? Dieser Sektor ist sehr gefährlich, das stimmt. Mehr Power. So, mehr Ausweichen. Weiter geht's. Wir gehen erstmal so hoch, dass wir die anderen Sterne später noch abklappern können. Ah, mein Cappuccino! Er wird kalt. Hail alle und töten. Oh, das ist auch richtig schön hier. Oder? Machen wir nochmal neu. So, gleich alle vier. Süße Schüsse. Gut gemacht. Alles ausgeschaltet und zack. Sie können nicht abhauen, sie haben keinen Sauerstoff und ihre Waffen sind auch ausgeschaltet. Die können gar nichts machen. Schilder haben sie auch nicht mehr. Nur noch der Pilotensitz funktioniert und der ist jetzt auch weg. Auch manchmal macht's ja Spaß. So, dann gehen wir mal aufs Schild. Können auch gleich Powerbar machen. Perfekt. Da ist noch ein Store. Den können wir zwar anpeilen, aber bringt uns im Moment nicht allzu viel. Breach. Heavy Laser. Der wäre natürlich jetzt auch nice, um noch ein bisschen was zu haben, was noch schneller lädt. Der Pike Beam ist auch bestimmt richtig schön. Halbert Beam haben wir schon und den Pike Beam dann noch. Aber der kommt nicht durch das Schild durch. So wie der Halbert Beam. Außerdem gibt es noch Leute. Leute brauche ich im Moment nicht. Ich habe eh nichts. Weiter geht's. Hoffen wir auf die nächsten Stores, dass die noch was Schönes haben. Ja, ja. Die wollen abhauen? Ist nicht. Oh, wir könnten alles auf einmal treffen. Wenn wir von hier aus... reicht nicht ganz. Nee. Okay, ist der FTL jetzt delayed oder nicht? Ja, ich glaube ja. Und jetzt muss er nur noch weg. Komm schon. Geschafft! Yay! Oh, ich liebe es. So macht das doch Spaß. Weiter geht's. Auf zum nächsten Stern. Wir könnten 1, 2,
1, 2. Ah, es wird gefährlich. Ich gehe erstmal hier hin. Dann können wir auch zum Exit. Wir haben schon viel geschafft. Okay, wir haben einen Questmarker für den nächsten Sektor bekommen. Das ist auch nett. Und Ende. Attackiere die Rebellen! Oh, das wird nice. Ein Schuss und die sind weg. Der Soldatenschild aber auch. Na also, geht doch. Und das war's. Gewonnen! Mohahaha! Ups! Da haben wir doch tatsächlich Schaden bekommen. Ah, beim Sauerstoff, das gefällt mir nicht. Schnell, schnell, schnell. Sauerstoff muss repariert werden. Sonst haben wir gleich ein Problem. Achso, ist repariert. Okay. Ui, das war knapp. Ja, man merkt, dass die wenig Lebenspunkte haben. Wir brauchen dringend neue Crewmember. Sonst sitzen wir nachher am Hintern. Jump. Nächster Sektor. Auf geht's in den piratenkontrollierten Sektor. Jump. Einmal zum Distress oder wohin? Ja. Gut, wir haben Schrott bekommen. Weiter. Da oben ist der Questmarker, da aber auch. Schaffen wir das? Ah, ich gehe erstmal oben hin. Intruders on board. Oh! Zu viele! Zu viele! Versteckt euch! Ist noch jemand da? Hier ist keiner mehr. Okay, die dürften jetzt alle weg sein. Mache ich die Türen wieder zu. Okay, und ihr repariert bitte die Kamera. Na, so ein Dreck. Wie können die uns sowas antun? Wir sind arme, liebliche Soldaten. Ah, geschafft. Okay. Geht wieder an eure Posten, nachdem ihr euch irgendwie regeneriert habt. Und das waren ja nicht wenig. Waren das nicht 5 Leute? Finde ich ganz schön krass gemacht. Also dafür, dass wir arme 3 kleine Soldaten sind, ist das ganz schön fies. Sauerstoff steigt wieder. Ja, nee, die beiden weg. Das hoch. Jump. Oh, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Halberd Beam einmal rüber da. Daneben. Sehr schön. Und Halberd Beam noch einmal so.
Das klingt interessant, aber 15 Schrott ist mir zu wenig. Na komm. Man kommt von hier aus gar nicht weiter. Oh nein. Jetzt müssen wir ganz schnell aufladen. Oh Gott, passt bloß auf, Leute. Die sind garantiert gut. Wir kamen nicht durch. Oh, das muss repariert werden, Leute. Der Beam kommt überhaupt nicht durch. Oh, FTL muss laufen. Was ist denn das? Kein Sauerstoff mehr. Wir werden so schnell sterben. Oh. Da sind wir aber nicht weit gekommen. Ja, weil ich mich natürlich total verflogen habe. Ich hätte vorher gucken sollen, wo ich hinfliege. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Nochmal von vorn. Bis gleich.